Er hat Angst. Robert Heigl, Fliesenlegermeister aus München, fürchtet, dass ihm dank Dienstleistungsrichtlinie bald noch mehr billige Konkurrenz das Geschäft schwer macht. 8 Mitarbeiter hatte sein Familienbetrieb zu Hochzeiten. Heute sind es gerade noch 2. Mehr gibt der Markt nicht mehr her, auch wenn Heigl versichert, er liefere beste Qualität zum angemessenen Preis. Wenn Sie heute in München wohnen oder leben wollen, dann brauchen Sie heute mal eine Stange Geld mehr als wir die anderen, die mit einer Plastiktüte in der Früh kommen, auf den Baustellen teilweise übernachten. Und dann am Donnerstagabend wieder heimfahren und am Sonntagnacht wieder losfahren und dann wieder auf der Baustelle wieder montieren. Die Industrie dagegen verspricht sich von einem offenen europäischen Dienstleistungsmarkt neue Absatzchancen. Anders als einfache Handwerker muss der Anlagenbauer Voith in Baden-Württemberg etwa bei der hochspezialisierten Wartung seiner in alle Welt gelieferten Maschinen kaum direkte Konkurrenz fürchten. Hier bedeutet eine einheitliche europäische Regelung Bürokratieabbau, Kostensenkung und neue Märkte. Wir sollten uns verstärkt auch damit beschäftigen, dass wir der Exportweltmeister bei Dienstleistungen sein können, denn die Dienstleistungen folgen den Produkten. Wir haben dies schon in unserem Bereich, wo wir die Produkte und Anlagen exportieren, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch mit spezialisierten Dienstleistungen im Ausland großen Erfolg haben werden. Doch wer soll was wo dürfen? Arbeiten wie zu Hause mit Standards und Kosten des Herkunftslandes oder sollen die Regeln des Ziellandes gelten, in dem die Leistung erbracht wird? Ruinöser Wettlauf nach unten oder Protektionismus gepaart mit Brüsseler Bürokratie? Nach langem Ringen im Europäischen Parlament ein komplizierter Kompromiss. Wir haben das Herkunftslandprinzip in den Mülleimer geschmissen. Das heißt, dieses wirklich schlimme Prinzip ist weg. Wir werden dafür sorgen, dass die Dienstleister sich frei bewegen können, zum einen, aber gleichzeitig, dass das Arbeitsrecht, die sozialen Rechte respektiert werden müssen in den Mitgliedstaaten. Und damit ist das ein voller Erfolg für das Europäische Parlament. Vor allem für die Sozialdemokraten in Brüssel wie in Berlin bemängelt die FDP. Sie fordert die völlige Marktöffnung. Die Unionsparteien sind wieder umgefallen. Die Sozialdemokratisierung der Union schreitet voran. Sie haben die Gewerkschaftsposition übernommen. Statt des Herkunftslandsprinzips mit vernünftigen Übergangsregelungen, mit klaren Rechtsaufsichtsregelungen in den eigenen Ländern, grenzüberschreitender Zusammenarbeit vernünftig zu gestalten, ist es praktisch aufgegeben. Nein, wir müssen die Spielräume, die wir haben in der Großen Koalition, ausnützen und ausschöpfen. Die FDP tut sich als Oppositionspartei hier leicht, sie muss keinen Kompromiss finden. Wir wissen, dass wir nur vorankommen, wenn wir auch die SPD auf diesem Weg mitnehmen. Viele strittige Details wurden ausgeklammert. Resultat, so die Grünen, ein fauler Kompromiss. Bei der Ausübung der Dienstleistung, wo es darum geht, den nationalen Standard auch zu wahren, also im Umweltbereich, in der Sozialgerechtigung, da ist es unklar geblieben. Ich glaube, dass dieser faule Kompromiss dazu führen wird, dass wir eine Klageflut haben und keine Klarheit. Rechtsunsicherheit, Angst vor Globalisierung und Angst vor Dumpinglöhnen. Zigtausende in Europa demonstrieren gegen die Dienstleistungsrichtlinie. Aufwind für die Gewerkschaften. Die Menschen wollen ja Europa, aber sie wollen kein Europa, das sich gegen ihre Interessen richtet. Und da, was ist da schlimm dabei, wenn die Gewerkschaften das organisieren? Wir werden weiter bei den Menschen sein, das ist unsere Aufgabe. Nächste Woche entscheidet das Europäische Parlament, später dann Kommission und Regierungen. Beschlossen ist noch lange nichts. Sie werden wohl noch öfter demonstrieren, gegen Europa, gegen Löhne, von denen man hier nicht leben kann.